geht weiter mit Terra Genesis. Ja, der schlaue Beobachter hat vielleicht mitbekommen, dass ich in der letzten Folge zum Ende hin ja irgendwie Blödsinn gemacht habe, ne? Denn gucken wir uns hier mal an. Ich habe dummerweise bei Druck das Biofixtur-Labor gebaut. Aber das ist ja Blödsinn. Wir wollten ja Druck aufbauen. Vor allem haben wir ja hier ein Biofixtur-Labor Stufe 4. Das hätten wir ja einfach nur aktivieren können, wenn wir den Druck abbauen wollten. Das war Blödsinn. Ich wollte ja eigentlich was anderes bauen. Ich wollte ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwas anderes. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ja gut. Werde ich das wieder abreißen und werde, glaube ich, ja, irgendwas hier bauen halt, ne? Um den Druck aufzubauen. Dann Sauerstoff ist auch zu hoch. Da müssen wir irgendwas bauen, um den Sauerstoff abzubauen. Und Wasser werden wir, glaube ich, den Eiswürfer wieder anstellen. Ja, das gucken wir jetzt uns mal an. Und wir haben die 1 Million geknackt. 1 Million Leute. Und ja, als allererstes Biofixtur-Labor. Ja, brauchen wir gar nicht groß rumeiern. Das wird gleich abgerissen. Und dann gucken wir mal, ja, den Eiswerfer, der wird auch aktiviert. Und dann gucken wir mal irgendwas, was wieder den Druck aufbaut. Atmogen Suite, ja. Das Ding haben wir ja schon aktiv. Ist die Frage. Stufe 1. Ja, das graden wir mal ab. Da bekommen wir 30 plus. Ja, 30 ist nichts. Das beschleunigen wir. Und graden das nochmal ab. Und dann würde ich sagen, ja, irgendwas mit Sauerstoff. Also Sauerstoffabbau. Weil auch im Hinblick. Was ein Leon hat begonnen, eine starke Anti-Attentik. Ja, wollen wir die Kampagne starten? Ja, die wollen wir starten. Ja, ich würde sagen, wir bauen noch irgendwas, was Sauerstoff wieder abbaut. Nee. Ja, die haben wir ja jetzt schon alle ausgeskillt. War das überhaupt das, Sauerstoff? Muss ich jetzt selber mal gucken. Ja. Also wir haben zu viel Sauerstoff. Das Atmogen Suite und der Kelpwald. Achso, nee, das, ja. Gut, dieses Atmogen Suite, ja, das werden wir abstellen und dann werden wir mal gucken, ob wir noch irgendwas erschaffen, was den Sauerstoff wieder zurückführt. Ja, das lassen wir so. Genau, also Sauerstoff und Druck müsste dann soweit wieder runtergehen. Nee, tut's nicht. Ja, dieses Atmogen Suite. Das muss runter. Ach nee, wir müssen den. Oh, also jetzt bin ich komplett verwirrt. Ja, das muss bleiben. Gut. Also, um es kurz zu fassen, wir bauen irgendwas, um den Sauerstoff abzubauen. Ja, tut mir leid, es ist einfach zu heiß draußen. Von daher, ja, mache ich nur noch kurz, baue ich nur noch kurz irgendwas mit Sauerstoff. Was den Sauerstoff. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken. Was? Sauerstoff wollen wir abbauen? Ja, Sauerstoff wollen wir abbauen. Gut, dann bauen wir jetzt noch ganz schnell was, um den Sauerstoff abzubauen. Plätze haben wir ja noch. 4 Stück, ja. Sauerstoff. Kohlenstofffixierer, den haben wir doch. Oder hatten wir den schon wieder abgerissen? Kohlenstofffixierer. Ja, den hatten wir schon gebaut. Den haben wir dann aber abgerissen. Gut, dann bauen wir halt wieder. Neu. Das erzeugt Druck. Das ist super, wir brauchen Druck. So, dann werden wir das auch beschleunigen. Und dann graden wir das einmal ab. Und graden es nochmal ab. Und gucken dann, wie sich das Ganze verhält.
Aber wenn wir es schon so schön am Bauen sind, dann werden wir, glaube ich, mal einfach dieses Transitzentrum-Netzwerk mal bauen. Einfach mal aus Testzweck, ne? Das habe ich hier noch nicht vorgelesen, ganz kurz. Es reicht nicht einfach nur Land auf einem Planeten zu erreichen. Du musst auch auf der Oberfläche reisen können. Ein robustes Transitnetzwerk ermöglicht bessere Erkundung und Kolonialisierung der Oberfläche, was mehr Leute dazu ermutigen wird, zu emigrieren und den Bewohnern besseren Zugriff auf die Grenze bietet. Ja, da pushen wir die Bevölkerung noch. Wir verlieren zwar Biomasse, aber ja, wir produzieren aus allen Ecken Biomasse. Dann bauen wir das, können wir ganz kurz gucken, was wir an Biomasse hier machen. Plus 129 ist in Ordnung. Ein Drittel haben wir. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir 5 Minuten rum. Ja, das lief jetzt mehr schlecht als recht. Ja, werde ich kurz einen Cut machen. Und dann gucken wir uns an, was es dann noch gibt. Was wollte ich? Achso, ich wollte gucken. Ja gut, wir sind hier schon wieder am Cap. Werde ich kurzerhand noch hier ein Habdom pushen. Ach, die Habdoms. Oh, okay, die Habdoms kann man auch nur auf Level 5 machen. Gut, ich baue jetzt erstmal kein Habdom. Lassen wir erstmal so. Schneide ich kurz, sehen wir uns gleich wieder. Ja, und wir werden uns gleich mal die Statistik angucken. Also bei der Temperatur sieht es nahezu, oder was heißt nahezu, es sieht perfekt aus. Wir sind hier genau beim Ziel. Wir produzieren auch nichts weiter. Temperatur ist perfekt, die lassen wir so. Druck sieht auch komplett verändert aus zu gerade eben. Wir hatten irgendwie gerade eben 15.000 Pascal. Jetzt mittlerweile haben wir schon wieder 144.000. Wir produzieren weiter, deswegen müssen wir hier runter. Deshalb würde ich sagen, wir stellen diesen Atmogen Suite und Kohlenstofffixierer, die stellen wir vorerst erstmal aus, damit wir hier nichts produzieren. Doch, damit wir minus 20 produzieren durch den Eiswerfer. Da kommen wir ganz, ganz langsam runter. Lassen wir erstmal, gucken wir dann, wie sich das verhält. Jetzt kommen wir hier natürlich wieder ins Gehege. Wir wollten den Kohlenstofffixierer ausstellen, um weiteren Druckaufbau zu verhindern. Dadurch verhindern wir aber auch gleichzeitig den Sauerstoffabbau. Und ich meine, wir sind hier zwar ganz gut dabei, also 70.000 drüber, klar, minimalen Wachstum, aber wenn wir das jetzt ausstellen, dann haben wir schon wieder plus 85 Wachstum. Von daher dachte ich mir, werde ich mal den Hydrogenerator erforschen und den kurzerhand hier mal hinstellen und gucken, wie sich das verhält. Ja, Wasser. Ja, sind wir. Wasser sieht sehr gut aus. Wir verlieren aber weiterhin Wasser. Aber das ist kein Problem. Wir müssen eh neue Doms kaufen. Wir haben die jetzt auf Stufe 5 abgegradet. Höher können wir sie nicht upgraden. Deshalb werde ich einfach weitere Doms bauen. Vorerst und dann demnächst, wahrscheinlich im nächsten Video, meine Kolonie gründen und mal gucken, wie das dann so funktioniert. Ja, Biomasse könnten wir vielleicht auch noch irgendwas bauen oder wir lassen ein, wir lassen das so. Wir produzieren plus 126 die Minute, wir haben knapp die Hälfte, dann steigert sich das langsam. Und ja, dann bauen wir das erstmal alles und gucken, wie das alles funktioniert. Wir müssen uns mal langsam angewöhnen, hier irgendwie nicht so ein Chaos zu fabrizieren, sondern irgendwie. Ja. So, aber das Chaos geht natürlich weiter, wenn wir hier einfach blind irgendwas bauen. Aber gut, wir bauen es ja nicht blind. So, hier diesen Hydrogenerator. Den erforschen wir jetzt mal gleich, damit wir das jetzt ja auch gleich mal bauen können. Und dann setzen wir das mal um und gucken, wie sich das dann alles verhält. Also. Geplant war Atmogen Suite und Kohlenstofffixierer aus. Atmogen Suite, 120 Druck und Sauerstoff. Genau, Druck wollten wir abbauen. Dann stellen wir den erstmal aus. Und Kohlenstofffixierer. Okay, der produziert lediglich 20 Druck. Ob wir den wirklich ausstellen. Sei mal dahingestellt. Wie viel produziert denn.
Mal, Sauerstoff wollten wir abbauen. Wie viel produziert denn dieses Hydrogen-Dings? Können wir auch hier gleich gucken. Sauerstoff, das Hydrogenerator produziert minus 80. Und Wasser, ja, wir brauchen Wasser. Okay, würde ich sagen, bauen wir den. Und wir stellen, wie geplant, Biofixtur. Nee. Kohlenstofffixierer stellen wir ab. Deaktivieren. Und dann haben wir das soweit erstmal. Und dann bauen wir jetzt. Oh, wir haben noch einen Platz, aber ist nicht schlimm. Wir bauen diese Hub-Einheit mit 1265 klar, Stufe 10. Aber das bringt nichts. Ist die Frage, ob wir den abreißen können, weil dann haben wir nicht genug Plätze. Eine deaktivierten Hub-Einheit kann niemand leben. Bevölkerung, die nicht in die verbleibenden Hub-Einrichtungen passt, geht verloren. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Na gut, dann machen wir es anders. Warte mal, Sauerstoff wollten wir abbauen. Na gut, durch die Hub-Komplexe produzieren wir wieder Sauerstoff. Ja, zuallererst bauen wir jetzt einen Hub-Dom. Und da wir den anderen Hub-Dom auch bauen wollten, werden wir das hier gleich beenden. Also wir werden es gleich beschleunigen. Hub-Dom, ja. So, und dann würde ich sagen, genau, haben wir den Hub-Dom jetzt. Den können wir eigentlich gleich upgraden. Ja, dann können wir jetzt die Hub-Einheit 10, die deaktivieren wir. Was? Ja, wir haben doch genug Platz jetzt mittlerweile wieder. So, die reißen wir ab, weil wir damit wir den Platz haben. Und dann bauen wir jetzt hier einfach noch einen Hub-Dom hin. So. Damit wir hier wieder ein paar Leute zusätzlich aufnehmen können. Und dann würde ich sagen, ja gut, das ist hier alles noch im Bau. Dann lassen wir das erstmal so. Und gucken uns die Mine an. Denn hier sind ein paar Krachen gegangen. Eisen. Ne, Silber. Gut, die reißen wir ab. Dann gucken wir mal, ob wir. Das ist alles auf 5. Hier habe ich gesehen, das läuft noch 7 Tage. Das ist gerade Stufe 3, das graden wir ab. Und von 17.000 auf 20.000. Ja, komm, machen wir. Es dauert noch 17 Tage, 7 Tage. Gut, das läuft bald aus. Dann gucken wir ganz fix. Oh, hier ist aber schön grün. Das ist die Biomasse. Gucken wir hier ganz kurz, ob wir hier irgendwas finden. Rhodium ist das. Nee. Palladium. Das letzte Palladiumfeld hat sich nicht wirklich gelohnt. Bei den zwei. Gut, dann machen wir hier ganz normal Silber, irgendwas. Ja, wir müssen die Minen mit irgendwas ersetzen. So, hier kommen. Hier, so, das nehmen wir. 1800, naja. Ja, komm, graden wir einfach mal dreimal ab. So. Und damit wir es hier mit den Mining nicht immer so übertreiben. Belassen wir es dabei, gucken uns das zweite Feld nochmal an. Die sind ja alle kaputt gegangen. Silber, Eisen, Eisen. Silber, Eisen, Eisen. So, das reißen wir ab. Ja gut, die Mine, die lohnt sich jetzt nicht wirklich hier irgendwie, die nochmal großartig abzugraden.
Dann lassen wir das. Aber das könnte man. Oh, 9 Tage. Ja, das Grain war einfach zweimal ab. Jetzt sind es 7 Tage, 6 Tage. Gut. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier auf die Schnelle, was zu finden ist. Hier. So, nehmen wir. Gut. Dann gucken wir noch nach den hochwertigen Gütern, Ressourcen, Rhodium. So, die machen wir schnell runter. Hier so auf die Schnelle irgendwas zu finden ist, was ein bisschen was bringt. Ja, sieht auch wieder nicht so aus. Gut, dann nicht. Palladium. Mal den Ticker mal runter. Oh ja, das nehmen wir. So, das nehmen wir. 1 Million. Palladium. Nee, das. Was war das jetzt? Ja, wahrscheinlich das hier, ne? Palladium. 1,6. Das ist ja genauso viel wie die Silbermine. Da kann ich auch Silbermine produzieren. Was bringt das auf dem Update? 2,5. Jetzt gucken wir mal. Was bringt die Silbermine auf Upgrade 2? 2,5. Ja, gut. Ja, graden wir beides ab. 3,3. Palladium. Gut. Bringt sogar ein Stück weniger als die Silbermine. Ja. Und Rhodium, damit wir jetzt mal den direkten Vergleich haben. 3,2. Ja, Rhodium bringt sogar noch weniger. Was ist das? Das Rhodiumfeld ist super. Ja gut, wie gesagt, wir sind jetzt aber auch nicht großartig auf Credits angewiesen. Wir müssen lieber gucken, dass wir hier regelmäßig Hubs bauen. Deswegen werden wir mal gucken, dass wir eine Kolonie gründen. Und gucken, was. Ja, später. Ja, wenn wir hier einfach sinnloserweise irgendwas upgraden. Hier, Bodenfarm. Vielleicht können wir es später nochmal gebrauchen, weil hier sieht es ja schon mal gut aus. Hier haben wir ja eigentlich schon relativ viel abgebaut. Dann gucken wir uns mal kurz an. Gut, Temperatur. Temperatur sinkt wieder. Durch. Die Kühlanlage. Ja, die Kühlanlage können wir ausstellen. Stellen wir auch aus. Okay, merken wir uns. Kühlanlage ausstellen. Hier bauen wir den ab. Das ist gut. Das lassen wir erstmal so. Hier produzieren wir mehr Sauerstoff. Ja gut, der Kohlenstoff. Wir haben ja irgendwas gebaut hier. Das ist ja noch im Bau. Und Wasser. Ja, werden wir durch die Hubdomes halt auch noch bekommen. Wir haben ja einen Hubdome im Bau und einer wird abgegradet. Gut, dann gucken wir uns ganz kurz an. Ja, wir stellen halt einfach jetzt mal kurzfristig die Temperatur, die Kühlanlage ab und dann war es das für heute. Dann gehen wir noch die Kulturpunkte aus. Also zu Kulturpunkte sage ich gleich, habe ich mir was gedacht und zwar hier die Kühlanlage stellen wir kurzerhand mal aus. Können wir dann wieder anstellen. Ja, Kulturpunkte denke ich mir, wir wollen jetzt langsam mal auf 100% Unabhängigkeit kommen. Von daher, ob wir hier noch irgendwas rein investieren oder nicht, ist egal, glaube ich. Das funktioniert auch so. Ich meine, wir bekommen stetig Leute. Von daher, warum noch großartig Demokratie? 40% ist in Ordnung. Ja, Biomasse steigt auch langsam an. Und der ganze Kram, brauchen wir nicht mehr, denke ich mir mal. Wir werden, glaube ich, jetzt alle Kulturpunkte. Ach so, ja gut, der Live-Show machen wir. Wir werden jetzt alle Kulturpunkte in die Unabhängigkeit stecken. Dann sind wir hier bei 65%. Dann haben wir noch 35%. Dann haben wir es. Dann sind wir hier unabhängig. Und ja, 1 Million Bevölkerung haben wir. In der nächsten Folge werden wir uns, denke ich mir mal, dann eine Kolonie gucken, angucken und diese gründen. Also eine zweite Kolonie. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hey, hey.
the trunk, I open up, I sold my soul a good price out of sight. My whole got